verschwundenen Fische. Wegen des Gewitters habe ich heute Nacht kein Auge zugetan. Aber was soll's. Trotzdem werde ich heute garantiert mehr Fische fangen als du, Yakari. Ich bin nämlich der beste Fischer des ganzen Stammes. Ja, wirklich? Sagst du sonst nicht immer, du wärst der beste Reiter des ganzen Stammes? Ja, das auch. Was ist? Nimmst du die Herausforderung an? Erstmal versuchen wir, genug fürs heutige Abendessen zu fangen. Der Stamm zählt auf uns. Sag mal, fällt dir hier nicht auch irgendwas auf, kleiner Dachs? Es ist nicht ein Geräusch zu hören. Merkwürdig. Was willst du von uns? Na, komm doch her. Los, fang mich doch. Grizzlybär. Ich bin's, dein Freund Yakari. Du hast sie mir gestohlen. Gib sie wieder her. Was meinst du denn? Was habe ich gestohlen? Na, die Fische. Beruhig dich doch. Gib mir meine Fische. Ich habe deine Fische nicht. Schau selbst. Ich wollte nämlich selbst gerade fischen gehen. Es ist einfach schrecklich, Yakari. Ich finde hier im Fluss keine Fische mehr. Was? Komm doch mit und sieh selbst. Seit einiger Zeit ist hier schon kein Fisch mehr vorbeigekommen. Ich dachte, ihr hättet sie alle weggefangen. Das Wasser hat sich verändert, das ist ja seltsam. Es riecht so streng, meinst du nicht auch? Du musst mir helfen, Yakari. Ich habe schlimmen Hunger. Keine Sorge, Grizzlybär. Ich werde herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind. Yakari! Hä? Wir haben auch großen Hunger. Seid still, ihr Otter. Sonst muss ich von meinen großen Tatzen Gebrauch machen. Ihr wart es, die Fische gefangen habt. Nein, wir haben die Fische nicht gefangen. Du lügst doch. Nein, du bist hier der Lügner. Wir sagen die Wahrheit. Jetzt hört schon auf, beruhigt euch doch mal. Hört zu, ich werde mich drum kümmern. Es muss doch eine Erklärung dafür geben. Lass uns dem Flusslauf folgen, kleiner Donner. Hast du da nicht irgendwas vergessen? Also, ich war etwas weiter oben fischen. Ach ja? Ist der Grizzlybär jetzt eigentlich wieder weg? Ja, der ist wieder abgehauen. Der hatte wohl Angst vor uns. Ja, vor allem vor dir. Hey, wollen wir nicht lieber zurück ins Dorf reiten? Ja, gut. Es ist kein einziger Fisch mehr da, das müssen wir dem Stamm sagen. Ich komme später wieder und untersuche das Flussufer. Wirklich schade, das mit den verschwundenen Fischen. Ich hätte dir so gern gezeigt, wie man mit einer Angel umgeht. Uns gehen die Vorräte aus. Die Jagd war dieses Jahr nicht besonders erfolgreich. Bald haben wir nichts mehr zu essen. Und Yakari sagt, dass es im Fluss nicht einen einzigen Fisch mehr gibt. Das ist wirklich nicht normal. Sonst gibt es um diese Jahreszeit immer Fische. Ja, das ist wahr. Ich mache mir Sorgen. Das mit den Fischen ist für uns ganz genauso bedrohlich wie für die Tiere. Wir dürfen keine Zeit verlieren, kleiner Donner. Wir müssen herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind. Also, die Strömung geht dort lang. Wenn es in der Nähe unseres Dorfes keine Fische mehr gibt, heißt das, das Problem muss viel weiter oben liegen. Sieh nur, kleiner Donner. Wenn es hier oben noch Fische gibt, bedeutet das... Sie sind nicht verschwunden. Irgendwas hindert sie daran, weiter zu schwimmen. Ja, aber was?
Um das rauszufinden, müssen wir umkehren. Aber das wäre uns doch auf dem Weg aufgefallen. Das ist ja das Merkwürdige. Da war nichts. Huh? Großer Adler! Yakari, du tust wirklich sehr gut daran, dich um diesen Fluss zu kümmern, der für alle Lebewesen so wichtig ist. Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ja, aber heißt das, ich soll noch mehr unternehmen? Du musst dafür sorgen, dass das Problem nicht wieder auftaucht, wenn du es gelöst hast. Los, lass uns weiterreiten. Wir müssen herausfinden, was Großer Adler meinte. Hilfe! Hilf mir doch! Ich bin hier drüben! Hier drüben! Das Flughörnchen! Du bist es, Yakari! Oh, gut! Ja, was ist denn nur passiert? Kannst du mir bitte helfen, Yakari? Ich bin hier am Baumstamm festgeklebt. Wie konnte denn das passieren? Da ist etwas ganz Klebriges auf dem Boden. Ich konnte mich losreißen. Aber dann hatte ich es an den Pfoten und bin wieder festgeklebt. Erklär mal genauer. Es ist nicht weit. Überzeug dich selbst. Aber ich gehe da nicht wieder hin. Danke, Yakari. Macht's gut. Reiten wir hin. Riechst du das auch? Derselbe Geruch wie das Flusswasser. Sieh mal da. Gar kein Zweifel. Es kommt von dort. Müder Krieger? Oh, guten Tag, Yakari. Was machst du denn da? Das hier sind die Kanus unseres Stammes. Das siehst du doch. Und ich repariere die Kanus mit diesem Harz hier. Aber das will einfach nicht halten. Das liegt daran, dass es regnet, müder Krieger. Bei Regen kann das nicht halten. Da trocknet das Harz nicht. Ach. Jetzt verstehe ich. Dein Harz läuft in den Fluss hinein. Sieh nur. Alles voll. Müder Krieger bemerkt überhaupt nicht, dass das Harz nicht trocknet. Und deshalb trägt er einfach immer noch mehr auf. Darum werden auch die Fische aufgehalten. Die Zweige haben sich verklebt und einen Staudamm gebildet. Tritt beiseite, Yakari. Ich mach das schon. So ist's gut, kleiner Donner. Jetzt kommen auch die Fische wieder durch. Was hat Großer Adler noch gesagt? Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ich weiß, wir müssen verhindern, dass das Harz weiter in den Fluss läuft. Ich habe eine Idee. Kleiner Donner, du musst mir helfen. Wir müssen die Kanus irgendwo unterstellen, damit sie richtig trocknen können. Dann wird auch kein Harz mehr in den Fluss laufen. Wenn das so weitergeht, wird das ziemlich lange dauern. Wenn wir müder Krieger um Hilfe bitten, dauert's noch viel länger. Wir bräuchten jemanden, der so richtig stark ist. Redet ihr da etwa von mir? Grizzlybär! Lass mich nur machen, Yakari. Yakari, du bist ja immer noch da. Ja. Na gut. Yakari, durch den vielen Regen läuft das Harzbecken über. Wir müssen das Harz irgendwie umleiten, damit es nicht in den Fluss läuft. Ich hab's, wir müssen einen Graben bauen. Na, das ist eine Aufgabe für uns. Danke, nett von euch. Wir sind vielleicht nicht so stark, aber graben können wir. Auf geht's, Kollegen. Na los, buddeln, 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 buddeln.
Geschafft! Schon bald wird es in diesem Fluss wieder vor Fischen wimmeln. Komm, kleiner Donner, wir reiten jetzt heim und überbringen dem Dorf die frohe Botschaft. Auf Wiedersehen, Yakari! Mach's gut, Yakari! Auf Wiedersehen! Oh, Yakari, hast du meine Kanus gesehen? Die müssen repariert werden. Die habe ich gleich dort drüben untergestellt. Ach so. Damit du beim Arbeiten nicht mehr so nass wirst. Ah, ja, ist gut. Lass dir ruhig etwas Zeit bei der Arbeit. Wenn du die Kanus richtig trocknen lässt, wirst du sehen, dass das Harz auch hält. Ah, ja, ist gut. Dann war es also gar nicht nötig, dass ich mich so beeilt habe. Wie wär's, wenn wir kleiner Dachs eine Runde Wettfischen vorschlagen? Was meinst du, kleiner Donner? Gute Idee. Besonders, wo unser Freund, der Grizzlybär, jetzt viel entspannter sein dürfte.